InsatTV TV TV. Land und Leute sind unsere Stars. Zweites Kick Open Air Ried. Das urbane Festival auf drei Bühnen mitten in Ried. Vom 15. bis 18. Juni. Florian Bauböck, 15. bis 18. Juni dieses Jahres, also in wenigen Tagen, eine starke Zeit, die nach dem vorjährigen ersten großen Open-Air-Erlebnis auf Kick zukommt. Ja, genau. Also wir haben jetzt unser zweites Kick-Open-Air. Das erste war vor 2 Jahren schon, 2020. Und das ist aber heuer nicht unser einziges Freiluftformat. Es wird auch die Kulturbühne wieder geben beim Neptunbrunnen im Juli dann. Gehen wir mal konkret in die nächsten Tage hinein. Das Kick Open Air 2022, ein Mega-Aufgebot, 25 Bands und 3 Locations. Kann man das ein bisschen detailliert sagen? Ja, natürlich. Also wir haben 3 Bühnen. Es gibt die Mainstage, die am Tonninger Parkplatz ist, wie vor 2 Jahren, wo jeweils 3 Bands spielen. Und wir haben eine Pop-Up-Bühne, die in der Stadt unterwegs ist und verschiedene Orte in der Stadt bespielt. Ja. Also wir haben beim Irish Pub, wir haben am Stelzheimer Platz und überall bei der Brauerei zum Beispiel Konzerte im Angebot. Aber natürlich auch im Kick hier im Keller selber auch. Genau, also die Afterpartys finden am Mittwoch und Freitag im Keller statt mit DJs. Am Mittwoch eher Elektronik, Techno und am Freitag Soul-Funk-DJ, genau. Die Headliners? Erwin und Edwin, auf die freuen wir uns natürlich ganz besonders, Bekannte in Ried, auch mit Rieder Wurzeln, die spielen am Mittwoch. Am Freitag sind es Junger, auch eine regionale Band, die sehr bekannt ist bei uns. Und am Samstag haben wir Ernst Molden und Nino aus Wien, auch sehr bekannte Namen in Österreich, glaube ich. Ihr seid neu formiert, auch schon seit einiger Zeit im Vorstand, etwas verjüngt, kann man auch dazu sagen. Und hier auch daraus resultierend diese Aktivitäten. Naja, natürlich haben wir da jetzt Elan und Schwung mitgenommen in der Übernahme im Generationenwechsel. Aber ich glaube, diese Freiluftveranstaltungen sind hauptsächlich durch diese Corona-Situation entstanden. Wir haben 1,5 Jahre das Kick zugesperrt gehabt und da haben wir einfach Ideen gesucht, wie kann man trotzdem Kultur vermitteln, Kultur an den Mann und an die Frau bringen, und so sind diese Sachen entstanden. Wie sieht es mit den Eintrittsgeldern aus im Rahmen des Kick Open Airs? Wir haben zwischen 20 und 28 Euro Eintritt pro Tag. Es gibt einen Festivalpass für alle 4 Tage. Das ist alles auf unserer Webseite www.kick-ried.com zum Anschauen und auch zum Kaufen. Viele Sponsoren, die hier mit unterstützen? Genau, also der Hauptsponsor ist der Phil in Gurten. Die Pop-Up-Bühne wird nun unterstützt von der Brauerei Ried und von der Raiffeisenbank. Das Programm in der Durchmischung, wie ist es durchdacht? Naja, es ist schon natürlich ein bisschen gestaffelt. Also am Mittwoch ist eher das Programm für das junge Publikum, am Freitag für die regional Ansässigen, die die Band Junge natürlich kennen, die haben eine große Fangemeinschaft in Ried, und am Samstag, sage ich, auch für das Stammpublikum vom Kick sehr viel dabei. Wettermäßig, wie ist man da abhängig oder nicht abhängig? Naja, beim Open Air ist man immer abhängig vom Wetter, würde ich sagen. Zurzeit schaut es recht gut aus, vor allem für Mittwoch, und auch in weiterer Folge hoffen wir natürlich auf sommerliches Wetter und Temperaturen. Noch ein kurzer Blick in den Sommer hinein. Ja, die Kulturbühne, wie gesagt, startet am 8. Juli und geht bis 6. August. Wir haben das von der Zeit her ein bisschen kürzer gefasst, 5 Wochen, aber das Programm ist genauso umfangreich. Wir bieten immer von Mittwoch bis Samstag Veranstaltungen, auch ein Sommerkino haben wir heuer dabei, und es wird wieder sehr abwechslungsreich und ich hoffe, gut besucht.